Ich bin Annemarie Kirchhoff und ich stamme zu der Familie Kirchhoff, die in Osnabrück ansässig war und 4 Generationen lang ein Bettenfachgeschäft betreibt. Wir haben jetzt 120-jähriges Firmenjubiläum, jetzt im Juni, und anlässlich dieser Sache möchte ich einfach mal so aus meiner Erinnerung einen kleinen Rückblick geben über unsere Familiengeschichte und über unsere Firmengeschichte. Ich bin hier in meinem Schreibtischsessel, den der Großvater, der Firmengründer, bereits gehabt hat. Der Sessel hat auch eine lange Lebensgeschichte, länger als meine eigene. Und ich bin geboren am 9.12.1939 in Bielefeld. Und warum in Bielefeld, erkläre ich gleich. Die Firma hat ein Standbein bei der Gründung gehabt, das stammte aus Bielefeld. Und zwar war das die Weißnäherei von der Familie Wittenborn. Und hier der Großvater selber, der Firmengründer, stammte aus Osnabrück. Und damals verliebte sich dann der Firmengründer August Heinrich Kirchhoff, verliebte sich in eine hübsche junge Frau aus Bielefeld, die hieß Pauline Wittenborn. Und die beiden waren rechtschaffene, fleißige Menschen und die hatten sich vorgenommen, eine eigenständige Firma zu gründen. Und aus dieser Weißnäherei, die mit Stoffen zu tun hatte, und der Polsterei ergab sich nachher halt, dass es ein Bettenfachgeschäft wurde. Das Bettenfachgeschäft wurde dann offiziell 1899 gegründet. Und der erste Firmensitz dieses Geschäftes war noch in der Kranstraße, aber das war alles nachher, wurde das schon zu klein. Und dann hat man viel Mut mit sicherlich großem, vielen Geld, wo die ganze Familie da sicher auch, denke ich mal, tief in die Tasche greifen musste, um das junge Paar auch zu unterstützen, ein vierstöckiges, plus Dachgeschoss, stöckiges Haus in der Stadt gebaut. Das heißt, ganz knapp am Stadtrand. Damals endete die offizielle Stadt mit der großen Straße. Und dann kam eine Holzbrücke und direkt dahinter, nach dem Haseverlauf, wurde gebaut. Das war ein bürgerliches, sehr schönes Haus mit einem Fachwerkgiebel, der gediegen gebaut. Und hinter den ganzen Häusern, die ja ein großes Quadrat bildeten, was bis zum Neumarkt ging, Möserstraße, Neumarkt, große Straße, Georgstraße. Alles da drin im Innenbereich war Hase, die da durchfloss, plus Gärten. Und diese Gärten gehörten irgendwie als Allgemeingut, also nicht die Gärten, sondern der Durchgang zur Hase. Das war dann Allgemeingut, das war im Grundbuch eingetragen, weil ganz früher noch die Menschen, die früher hier gelebt haben, die hatten Waschrechte an der Hase. Es wurde dann erweitert mit den Bettfedern. Die brachten die Bauern dann damals nach dieser Erntezeit, wenn die gerupft worden waren, die Gänse, brachten die Bauern die zum Großvater. Und dann wurde diese Federn, die ja völlig so, wie sie von der Gans kamen, große, kleine Daunen, alles durcheinander, auch natürlich mit Fettresten und allem, die wurden dann erstmal sehr gründlich gewaschen. Das war schon eine super Waschmaschine zu der Zeit. Und wenn die dann gewaschen und getrocknet wurden, danach kamen sie in eine große Sortiermaschine. Und das funktioniert dann einfach so, das wird hochgeblasen mit Wind. Und immer je schwerer fällt es zuerst runter und die Daunen blieben dann ganz bis zum Schluss im letzten Kasten hängen. Ja, der Betrieb machte sich und hatte ja auch schon größere Teile. Es gab eine eigene Polsterei. Und wer dreiteilig natürlich, nicht, mit Kalkkissen. Und es kamen da sicherlich größere Teile zusammen, weil auch Bettstellen verkauft wurden. Die wurden sicher mit Pferdegespann ausgeliefert, aber alles, was kleiner war, Federbetten, alles, was man mit dem Fahrrad transportiert können. Da gab es ein Fahrrad, das ist noch auf irgendeinem Foto dokumentiert. Da stand ganz groß die Werbung Bettenkirchhoff dran und vorne war eine große Kiste so drauf und da wurde dann das mit ausgefahren. Zu der Zeit war mein Großvater auch schon recht
fortschrittlich, der hat sehr fortschrittlich gedacht in allem und war sehr kreativ. Und der hatte dann schon bereits einen Katalog sich fertigen lassen mit den Produkten, die er verkaufte, vor allen Dingen Bettstellen und Matratzen und sowas. Und ist damit dann, da hat er auch schon, war er schon mit dem Auto unterwegs, ist dann doch bis in den weiteren Raum gefahren, sodass er auch bis Hannover kam und da wohl an den Hof oder ja, auch mit ausgeliefert hat. Es gab ja auch noch nicht überall Bettenfachgeschäfte. Ne? Es war natürlich schon, das fängt gerade mal an, sowas. Dieses Gründerehepaar hatte drei Kinder und das älteste Kind war männlichen Geschlechts und hieß Werner und das war mein Vater. Und dann kamen noch zwei Töchter dazu. Und Werner war, das war ja nun natürlich so, dass der Nachfolger, das männliche Kind wurde und der war ja auch willig. Nun kam aber der Erste Weltkrieg dazwischen und er ging natürlich erstmal nach der Schule, also gegen den Willen seiner Eltern, die waren wirklich sehr dagegen, aber er wollte unbedingt sein Vaterland verteidigen. Und ist dann in den Krieg gegangen und kam dann das waren natürlich alles schreckliche Zustände mit Verdun und so. Er war aber im Offiziersstand und war glücklicherweise nach dem Ersten Weltkrieg schon Gefangener bei den Engländern. Hat er sehr, sehr großes Glück gehabt. Und da er Englisch sprechen konnte, kam er gar nicht so ganz unten. Aber er durfte nämlich, glaube ich, in der Bücherei oder im Büro, irgendwas durfte er arbeiten. In der englischen Gefangenschaft, Ersten Weltkrieg. Und dann ging es ja, dann kam er nach Hause und dann war er ja durch den Krieg sehr geprägt. Und diese Bürgerlichkeit hier, es ging ihm dann, passte nicht mehr so richtig zu seinen Eltern. Und die Eltern waren ja, die schämten sich auch ein bisschen. Also so ein, er war Wandervogel und Wandervögel, die gingen mit Knickerbockern und so. Und meine Großeltern gingen mit Schwarz und mit einem steifen Kragen und so. Also es passte nicht so richtig toll mehr. Und da hieß es, ja, dann gründen wir noch eine Firma, da eigentlich, wo wir ursprünglich schon mal waren. Und dann wurde Bettenkirchhoff in Bielefeld gegründet. Und ich persönlich bin dann schon in 1939 in Bielefeld zur Welt gekommen. Die haben sich durch den Wandervogel kennengelernt. Die sind durch den Harz geklampft, mit der Klampfe. Und mein Vater hat auch in Goslar gelernt. Deswegen kam das wohl. Meine Mutter stammt aus dem Forsthaus aus Wernigerode. Und dann, ich habe auch Geschwister. Und zwar drei Mädchen wurden zuerst geboren hier in Osnabrück. Ach herrje, noch ein Mädchen nach der. Und ja, das war dann ganz lustig. In diesem Haus hier, wo wir jetzt sind, da wohnte nur seit jeher und bis heute Familie. Und so wechselten immer die Generationen, wer gerade unten wohnte, in dieser Etage, das ist die zweite Etage direkt über dem Geschäft, dritte Etage wohnten meist die etwas Jüngeren. Und vierte Etage war dann zum Beispiel da in der ersten Zeit wohl Tante Bertha, die dann Single war und so. Und hier wurden die anderen groß und dann kam der Umzug nach Bielefeld, da waren das so Kinder von, weiß ich, 5, 6, 7 in der Richtung und die wurden dann alle in Bielefeld, gingen da zum Gymnasium und dort wurde ich dann auch geboren 1939, nachdem eine Tochter verstorben war. Zwischen den Kriegen gab es eine Inflation und das war eine Zeit, die war für Leute, die ein Geschäft betrieben haben, sicherlich auch für alle anderen, aber gerade wenn du mit Geld umgehen musstest, dann war das natürlich eine sehr kritische Zeit. Man hat die Ware eingekauft, aber das Geld hat dann, bis man sie überhaupt verkaufen konnte, hatte das Geld schon sehr, sehr viel verloren. Also man kriegte vielleicht noch den halben Preis dafür zurück. Das waren aber auch Millionen, Billionen, ich weiß es nicht genau. Riesensummen, die wir uns heute gar nicht mehr so vorstellen können. Und wenn der Kunde bezahlt hätte, dann gab es sofort nur einen Run zur nächsten Bank einzahlen. Dann war es auf dem Konto. Und dann war es zu dem Kurs auf dem Konto, was in der Minute gerade so war. Abends war es schon wieder anders. Und meine Eltern haben zum Beispiel, kann ich so eine kleine Geschichte erzählen. Die haben erzählt, als sie geheiratet haben, haben sie ihre Reise nach München gemacht, Hochzeitsreise. Und das war ja schon was.
Und dann mit der ganzen Geldentwertung war das auch ein bisschen schwierig. Da sind sie ins Münchner Hofhaus eingekehrt. Und mit Mal haben sie irgendwo festgestellt, oh Gott, 100, weiß ich was, was das Reichsmark waren oder so. Die sind jetzt ja das und das nur noch wert. Oh, wir können unser Bier überhaupt nicht mehr bezahlen. Und da haben sie ganz heimlich das Bier da stehen lassen und sind wieder ganz leise raus aus dem Münchner Hofbräuhaus. Da war natürlich auch sehr erschwert, unter solchen Voraussetzungen dann eine Hochzeitsreise zu Ende zu bringen. Ja, also aus die Not macht erfinderisch und meine Großeltern waren erfinderisch und somit wurde der Hof, der ja zu anderen Gärten noch führte im Innenbereich hier dieses Karrees, wurde genutzt, um Hühner für die schlechte Zeit zu halten. Dann gab es natürlich zu dem Frieren, wir hatten ja einen fürchterlich kalten Winter, ne? Und da gab es dann zu diesem ganzen Frieren gab es auch nichts zu essen, richtig. Und was heißt richtig? Es gab überhaupt nichts groß. Und eines Tages fuhr meine ältere Schwester mit dem Fahrrad Richtung Dorf und da hat sie in einem Graben hat sie einen Schweinekopf gesehen und ah, Schweinekopf und sofort wurde dieser Schweinekopf mit nach Hause genommen und unsere Mutter hat da also für uns einfach himmlische Sülze draus gekocht, aber dieser Schweinekopf hatte auch Borsten, das wollten wir auch nicht so gerne in der Sülze haben. Und da war sie auch sehr erfinderisch und hat gleich zu dem Rasierapparat meines Vaters gegriffen und hat diesen Schweinekopf in gekochter Form dann abrasiert. Aber da hatte sie plötzlich den Stiel in der Hand und das war zerbrochen. Das war dramatisch. Und wir haben alle, also ich noch nicht so, aber wir haben schon große Angst gehabt, wenn Vati nach Hause kommt, was machen wir? Ein Rasierapparat, das war einfach unersetzbar, sowas zu der Zeit, nicht? Und ja, und dann kam er nach Hause irgendwann und dann hatte er den notdürftigen geklebten Stiel in der Hand. Das Geschäftshaus wurde noch zum Schluss des Krieges zerbombt, wie auch das meiste hier auf der Georgstraße. Unser Nachbarhaus ist stehen geblieben und dieses Haus ist eingestürzt, sodass ja, die Seitenmauern waren ja mit anderen Häusern verbunden, die Seitenmauern dann noch das hielten, aber es war bis zum Kellergeschoss war es zerstört. Da wurde der Betrieb weitergeführt, ganz tapfer von meiner Mutter. Und von der Tante Bertha, eine ältere, noch ältere Dame als meine Großmutter. Und das war eine ledige Fräulein Wittenborn, die aber sehr, sehr korrekt hier die Firma im Griff hatte und die jede Stoffballen genau per Zentimeter wusste, wie viel da drauf war. Da konnte nichts geklaut werden. Also, aber man hätte sie totschlagen müssen, um an diese Stoffballen irgendwie zu kommen. Ja, und zwar, als das wieder aufgebaut wurde, 1947, als mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft wieder kam, hat er auch gleich begonnen, das wieder aufzubauen. Da mussten alle Leute, also hier unsere, meine Geschwister, meine älteren Geschwister, alles, was Familie war und noch alle anderen auch, die mit zum Geschäft gehörten, mussten die Steine auf der Straße zusammensuchen und dann mit dem Hammer den alten Kalk da abklopfen, dass man die Steine wieder neu vermauern konnte. Dann kam der Zweite Weltkrieg, da wurde mein Vater, der Werner Kirchhoff, der inzwischen ja die Firma in Bielefeld leitete. Der war ja als Offizier aus dem Ersten Weltkrieg ausgeschieden und wurde gleich wieder eingezogen und war noch beritten zu der Zeit nach Polen und kam dann auch noch ein paar Mal so als kriegte richtig Urlaub mal. Und da lebten wir dann in einem Wochenendhäuschen am Dümmer seit 1943. Und er hatte zu Anfang dann immer noch mal Urlaub gehabt, dann konnte man noch mal den Krieg ein kleines bisschen an die Seite schieben und hat gesegelt und war dann noch mal richtig so in Stimmung für Urlaub, wenn das Wetter schön war. Das Wochenendhäuschen, in dem wir am Dümmer gelebt haben, und zwar von 1943 bis 1947 nach dem Krieg, ich bin noch dort eingeschult worden nach dem Krieg. Das war nur mal so zur Information. 6 Meter im Quadrat stand auf seinem Keller. Das war sehr weise, denn es überschwemmten die Wiesen zu der Zeit noch alle, jeden Winter regelmäßig.
Und es gab ja noch keine Eindeichung und so, aber mein Vater wusste es, dass es das eines Tages geben würde und hat das Häuschen hochgesetzt. Und wir lebten da mit 4 Personen auf diesem kleinen engen Raum. Das sind ja, da ging noch eine kleine Balkonfläche von ab, also es waren ungefähr 30 Quadratmeter. Ohne dass wir vernünftig heizen konnten. Wir hatten nur einen Koksofen, der wurde zum Schluss dann mit Torf beheizt. Und weil man ja kein Koks oder war ja nicht dran zu denken. Und ohne Wasser, ohne fließendes Wasser. Man hatte eine Pumpe im Keller, die wurde im Winter dann mit Stroh verbunden. Und man musste immer erst was oben reingießen und dann ganz furchtbar pumpen. Und dann so langsam kam, dann kam und kam, jetzt kommt es. Und dann konnte man pumpen und dann hatte man Wasser. Dann mussten auch immer alles die Treppen hochtragen und so. Und das dritte war halt die Toilette, das kann man sich ja auch vorstellen. Das war ein Plumpshäuschen hinterm Haus. Und damit war natürlich das Leben sicherlich für mich als Kind nicht, aber die anderen hatten schon schwer. Nichts zu essen dazu. Kalt und wir haben alle so doll gestunken nach unserem Torf, dass wenn wir zu anderen, zum Bauern mal kamen, zum Aufwärmen, ne, durften wir und immer mal da hinkommen und dann haben die auch schon ein bisschen Abstand genommen, also weil wir wirklich einen intensiven Torfgeruch mit 3, 4 Personen dann in so einen Raum brachten. Ja, und dann, wenn sich die Gelegenheit ergab, das war ja dann schon in fortgeschrittenem Stadium, des Krieges, da fuhren die Züge zum Teil sehr, sehr langsam, die mit Kohle beladen waren. Und dann machten sich die wenigen Männer, die noch verblieben waren, samt den kräftigen Frauen an den Bahnhof und an Böschungen. Und die Männer sprangen da drauf und schmissen runter, was ging. Und die Frauen haben gesammelt und haben gesammelt, was ging und schleppten das alles erstmal schnell ins Gebüsch. Und dann, das wurde ja auch schwer kontrolliert, so solche Züge, ne? Und ich musste immer alleine in dem Wochenendhäuschen zurückbleiben, muss man sich vorstellen. Elektrisches Licht gab es nicht. Und man hatte ganz als Kind ganz fürchterlich viel Angst vor allen. Das sind schwarze Männer und das sind böse Männer. Und du darfst nie sagen, wo du wohnst, sonst überfallen die uns und so, ne? Und ich habe dann da zu Hause gewartet, oh, hoffentlich komme ich gleich wieder. Aber kleine Kinder konnte man beim Kohlenklau nicht gut einsetzen. Und als ich in die Schule kam, nach dem Krieg, sofort unmittelbar, da gab es ja auch eine Schultüte, weil meine großen Geschwister, die kannten das ja von früher, als sie in die Schule gekommen waren, die hatten da Süßigkeiten drin, aber Süßigkeiten gab es natürlich nicht im Krieg. Und meine höchste Herrlichkeit bestand da drin, beim Bauern mal ein Butterbrot zu kriegen mit Schinken obendrauf. Und das haben sie gefragt für mich und das war in meiner Schultüte, die meine Schwestern liebevoll gebastelt und beklebt haben. Ich bin, bevor wir zum Dümmer gezogen sind, da kamen die Bombenangriffe Bielefeld immer näher. Und da machte man sich Sorgen um ein kleines Kind und die Großen waren ja schon BDM-Mädchen und so. Und da haben unsere Eltern mich nach Waldheim gebracht, zu der Schwester meines Vaters. Und da habe ich ein Jahr gelebt mit dem gleichaltrigen dortigen Sohn. Und diese Tante Grete Winzer, geborene Kirchhoff, das war die älteste Schwester meines Vaters, wurde nachher die Inhaberin des Bielefelder Geschäftes und der Sohn Dirk Winzer. Der ist heute auch noch der Inhaber dieses Geschäftes in Bielefeld, mein Cousin. Nach dem Krieg wurde ja gekungelt und ich nehme mal an, die haben da auch mit dran teilgenommen. Aber die absoluten ersten Schritte, die wurden, ach, das war hier zerstört. Dann wurde, was noch zu retten war, gerettet. Maschinen, Nähmaschinen und so etwas, wurde zu Tante Hilde, das ist die zweite Schwester meines Vaters, die hatte hier in Osnabrück ein Haus, der Mann war Zahnarzt. Und da wurde das ausgelagert mit eben halt mit den Möglichkeiten, noch weiterhin mit der Nähmaschine zu nähen. Sonst war Bügeln angesagt, aber nicht mehr große Dinge. Wer sein zerbombtes Bett bringen musste, weil es ja gar nicht so zu benutzen war, musste allerdings den Flicken dazu und auch das Nähgarn mitbringen. Anders war das nicht zu machen. Ja, da war aufgebaut, also im Rohbau.
glaube ich sogar, ja, da war ja, das war ja die Haushebung sozusagen. Da hatten wir auch einen Kranz. Gina, meine Schwester, musste oben als Jungfrau da oben rauf touren. Das war ja dann schon fünfte Etage so langsam. Ne? Vierte ist noch bewohnt, fünfte ist Boden. Und ja, darüber hing dann wirklich auch eine wunderbare, die damalige Verhältnisse, Krone. Und die Feier fand unten im Federladen statt. Das war 1900, was war das denn jetzt? 49, ne? Meine Eltern waren ja nun in Bielefeld, dann kamen diese ganzen Nachkriegswirren, hier wurde aufgebaut, Bielefeld wurde wieder aufgebaut, es war auch komplett runtergebombt und da hatte mein Vater natürlich auch grausig viel um die Ohren und dann gab es dazu noch eine saftige Erbauseinandersetzung in dieser Generation der Geschwister Kirchhoff. Da kam noch dazu, dass diese Familie aus Waldheim flüchten musste. Die sind über die schwarze Grenze geflüchtet. Die hatten drüben eine Zigarrenfabrik. Aber meine Tante kam ja nun aus dem Bettenhaus und da war das total naheliegend. Jetzt ernähren wir uns durch Betten. Und mein Vater wurde dann gebeten, das Osnabrücker Haus wiederzuführen. Und Tante Grete mit ihrer Familie machte Bielefeld. Ja, nachdem das nun sicher war, Anne muss Betten lernen, wurde das beste Geschäft, was man so kannte damals, ausgesucht, was noch in der regionalen erreichbaren Gegend war. Das war in Hannover, die Firma Betten Raimond. Und nur mal so, dass man sich eine Größenordnung vorstellen konnte, da wurden 40 Lehrlinge zur gleichen Zeit ausgebildet. Ja, danach war meine Mutter krank und dann hieß es jetzt gleich sofort zurück. Ich hatte allerdings mir dort in Hannover schon meinen Ehemann ausgesucht und den habe ich dann auch gleich mitgebracht. So, jetzt waren wir an der Kiebitzheide etabliert. Da waren wir 17 Jahre und hatten zu Beginn, nachdem wir uns informiert hatten und das Grundstück dort gekauft, ganz andere Erwartungen gehabt, wie sich dieser Standort des Geschäftes entwickeln würde. Er hat sich extrem anders entwickelt, als wir hofften. Und da haben wir dann gesucht, an die Hauptachse zu kommen. Hauptindustrieachse hieß Hannoversche Straße. Und haben uns da durch auch ein bisschen Beziehungen und so weiter schlau machen können, welche Grundstücke versteigert wurden. Und wir hatten uns natürlich jetzt als völlige Laien diesen Makler genommen und hatten uns alle geschworen, so, es gibt ein Limit. Und bei diesem Limit ist Schluss. Man lässt sich nicht mitreißen, dann nur wegen nochmal 100 oder 500 oder so. So, und dieser Mann, der das versteigerte, der war uns sehr, sehr wohlgesonnen. Und der wollte so gern, dass wir das kriegten. Und hat er immer mit seinem Hammer geklopft, zum ersten, zum zweiten. Und dann hatte er immer irgendwie wieder ein Gebot. Und dann ging das ja wieder von vorne los. Gab auch eine Pause dazwischen. Und dann waren wir an unserem Limit. So, jetzt haben wir, er hatte das schon, den dritten Hammerschlag schon getan. Den zweiten getan und holte geradeaus zum dritten Hammerschlag. Da sprang unser Makler nach vorne und dann hat er einfach nochmal, ich glaube 500 Euro oder was, also im Verhältnis zur Kaufsumme einen lächerlichen Betrag, hat er noch wieder dazu gerufen und der Hammerschlag, der kam so wahnsinnig schnell, dass wir das nun endlich kriegten, sodass die anderen gar nicht nachdenken konnten so schnell. Ne? Und da hatten wir es an der Backe kleben und dann ging natürlich auch damit viele Sorgen auch über die Finanzierung nachher. Aber wir hatten das und ich hatte eigentlich das Gefühl, meine Tochter unterstütze mich da drin, das ist eigentlich ein Klacks für uns. Wir bauen da so ein bisschen dran um und dann kann man ja vielleicht schon so, das war ja eine Bierniederlage, Zweigniederlage von der Herforder Brauerei. Und da, wir haben es alles gar nicht, da war eine Heizung drin und Büroräume, also wir haben uns das erstmal ganz einfach vorgestellt. So wurde es dann allerdings nachher nicht. Es wurde zu einem schönen Fachgeschäft umgebaut und hat viel Sorgen auch gemacht, aber auch Freude. Wir haben den Umsatz sehr gut steigern können dadurch und sind 1991 war das alles so weit, dass wir umgezogen sind und von dort an bis heute auch unseren Hauptbetrieb haben.
Und die Georgstraße war immer das gediegene Fachgeschäft in der Innenstadt und hatte zum Teil sogar, vielleicht sogar vom Sortiment auch noch ein i-Tüpfelchen mehr drauf als die Hannoversche Straße. Und wir sind zum Beispiel in der damaligen Zeit sehr stark in der Werbung gewesen, haben sehr viel Geld für Werbung ausgegeben. Damals wurden gerade die Prospekte, die man in die Zeitung legen konnte, erfunden, statt Inseraten, die man davor machte. Und da sind wir darum zweimal im Jahr mindestens nach Dornbirn in Österreich gefahren, weil dort ein sehr kompetenter Werbeberater war. Und da waren wir in einer Werbegruppe. Und ja, das war was ganz Besonderes. Also wir haben durchschlagende Werbung. Also wenn Werbung raus war, dann mussten wir zwei Leute mehr bestellen, erst mal 3 Tage lang, damit wir überhaupt den Umsatz bewältigen konnten. Leider, leider ist das heute so nicht mehr. Ja, dann machte sich die Hannoversche Straße immer stärker. Dann wurde ich 65 und mit meinem 65. Lebensjahr habe ich die gesamte Firma in die Hände meiner Tochter verlegt. Und habe mich da raus zurückgezogen und war dann nur noch im Grunde genommen beratend tätig. Wir haben dann 2018 den Entschluss gefasst, der reifte aber ein ganzes Jahr. Das haben wir uns alles sehr wohl überlegt, die Georgstraße dann zu schließen, denn die ganze Politik mit der Hannoverschen Straße und dem Zweitgeschäft im Industriegebiet war ja nun schon, glaube ich, 25 Jahre gelaufen und alt und immer in der Strategie, eines Tages können wir in der Innenstadt kein solches Geschäft mehr führen. Wir hatten nur wenig Verkaufsfläche und dann die Treppen hoch, kein Lager. Also haben wir dieses Geschäft dann mit großer Überzeugung geschlossen. Also verlagerte sich auch diese Hochwertigkeit, die uns ja auch auszeichnet, verlagerte sich dann auch zur Hannoverschen Straße und so ist es eigentlich bis heute. Wir sind im mittleren bis hohen Bereich sind wir tätig und sehr geschulte Leute können das auch wirklich an den Kunden erklären. Und die Ware ist zum Teil so wahnsinnig kompliziert geworden, dadurch, dass das ganze Systeme sind und so. Also das ist heutzutage schon auch eine kleine Wissenschaft, die man fast wie ein Studium betrachten kann, wenn man jahrelang das macht. Es ist ständig mit Fortbildung, ist es verbunden.